Hallo und herzlich willkommen hier bei Autonotizen. Heute verrate ich euch ein Geheimnis. Ich persönlich bin der große Fan von luxuriösen Vans. Vor allem angetan hat es mir der Toyota Alphard. Den gibt es bei uns in Europa gar nicht und den wird es auch wohl nie geben. Mit dem wird man oft geschuttelt, wenn man mal die Möglichkeit hat, irgendwo in Asien vom Flughafen abgeholt zu werden. Der Hyundai Staria geht so ein bisschen in die Richtung, ist ja auch ein schöner, großer, luxuriöser Van. Da gibt es ja auch schon ein Autonotizen-Video dazu. Und hier, wir sind auf der IAA Transportation in Hannover, wagt ein weiterer Hersteller einen luxuriösen Van, diesmal mit Elektroantrieb. Das ist der Maxus MIFA 9 und den sehen wir uns in diesem Video an. Wir starten zur Sitzprobe und ganz exklusiv gibt es auch den ersten Fahrbericht. Die Platzverhältnisse auf einem Messestand sind natürlich ein bisschen eingeschränkt. Das Auto ist dafür umso größer. 2 Meter breit ist der MIFA 9, 1,84 Meter hoch und er misst in der Länge stolze 5,27 Meter, ist dafür also vielleicht weniger für das Carport vor dem Reihenhaus oder die deutsche Normgarage gedacht, sondern natürlich hat Maxus, ist ja ein Anbieter von Nutzfahrzeugen mit Elektroantrieb, Transporter und ein Pickup wird es auch geben. Natürlich haben die vor allem Firmen als Kunden im Fokus, die im Personenbeförderungsgewerbe tätig sind, also das heißt Taxiunternehmer, Shuttle-Dienste etc. Aber ich kann mir vorstellen, dass durchaus auch die ein oder andere Familie sich für den MIFA 9 interessieren könnte. Sein Elektroantrieb hat eine maximale Leistung von 180 kW oder 245 PS. Wie es sich im Maxus MIFA 9 so sitzt, wie viel Platz er bietet, das schauen wir uns jetzt bei der Sitzprobe an. Schon diese opulente zweite Sitzreihe, die zeigt, dass man hier natürlich den komfortablen Personentransport im Blick hat und weniger die schreienden Kinder, die dann hier den Innenraum ja, mit Brezen, Bröseln und sonstigem hier voll machen. Ich mache die Tür wieder zu. Also hier ist ja die Business oder First Class, je nach Airline, in der zweiten Reihe natürlich da. Wir haben eine Fußstütze. Ich als großer Mensch, ich bin 1,92 Meter groß, habe es dann vielleicht ein bisschen zu knapp hier mit dieser Fußstütze. Aber wir sehen schon, wir können die in verschiedenen Stufen arretieren. Und der Sitz selber, der hat auch ganz viele Feinheiten. Zum Beispiel kann man hier einen Tisch ausklappen. Der hat dann so ein schönes Holzoptikfurnier, kann dann da ein bisschen arbeiten, was essen, was trinken. Der klappt sich dann auch wieder ein. Auch das kennen wir von der Fernreise in der Luft. Außerdem sehen wir hier eine verschiebbare Armlehne und Touch-Displays an der Seite. Das hat im Moment ja eigentlich sonst nur der neue BMW 7er oder i7. Da kann man dann hier zum Beispiel den Sitz verstellen. Ich kann hier den Sitz beheizen und auch ventilieren, also lüften lassen. Da geht schon einiges. Und das zeigt, dass hier durchaus echt viel Luxus drin ist. Es gibt eine Dreier-Sitzbank hinten. Wie man da hinkommt, weiß ich aktuell nicht. Wir müssten, glaube ich, die Sitze dann, man kann die so ein bisschen nach außen stellen. So haben wir es jetzt hier gemacht. Dann hier durchgehen. So ist es zumindest im Hyundai Staria. Aber wir wollen ja auch noch ein bisschen Platz für weitere Tests des Autos haben. Deswegen können wir das jetzt hier im Messestand gerade noch nicht checken. Dafür checken wir aber die Cockpitlandschaft. Fahrer und Beifahrer sitzen auf riesigen Sesseln, die sind echt bequem. Ja, Seitenhalt bieten sie nicht, ist in so einem Auto aber auch natürlich nicht Teil des Lastenheftes. Und ja, also hier kann man es echt bequem aushalten. Das Lenkrad ist leider nur an der Höhe einstellbar. Dafür der Sitz natürlich elektrisch vielfältig und ich finde auch den Fußraum als großer Mensch nicht zu kurz. Da könnte ich es hier schon bequem aushalten und hier eine Schicht als Shuttlefahrer absolvieren. Die Mittelkonsole schwebt frei. Wir haben hier zwei Becherhalter und das ist hier
eine Ablagefläche für das Smartphone, auf der es induktiv laden kann. Außerdem gibt es dann hier ein tiefes Fach in der Mittelkonsole und riesige Ablagemöglichkeiten dann auch hier unter der freischwebenden Konsole. Zwei USB-Anschlüsse haben wir hier vorne und einen 12-Volt-Anschluss. Hier ist dann so eine Leiste mit virtuellen Tasten. Kann man dann hier aufs Home-Menü zum Beispiel gehen und auch die Klimatemperatur und die Lüftungsintensität einstellen. Das finde ich ganz clever. Der Rest läuft dann alles hier über einen Touchscreen. Da können wir jetzt zum Beispiel hier sehen, gehen wir doch mal auf Headlamps, also Scheinwerfer. Da kann ich dann hier das ausstellen. Ich kann die Automatikfunktion dann aktivieren. Ich kann das Schiebedach, wir haben also ein geteiltes Schiebedach, vorne ein kleines, hinten ein großes. Das kann ich auf und zu machen. Auch die Heckklappe von hier steuern, die hinteren Fenster und so weiter. Also kann ich hier alles dann regeln, natürlich auch für meine Fahrgäste. Apple CarPlay ist an Bord, Android Auto gibt es nicht, wie so oft in chinesischen Autos. Und dann habe ich hier noch Radio, die Klimafunktionen und eine Bluetooth-Verbindung. Das lässt sich dann alles hier über den Touchscreen steuern. Dann schauen wir mal, ob das hier schon aktiv ist. Ist noch, doch, ist aktiv, die 360 Grad und Umsicht. So steht das Auto gerade am Messestand. Und wir sehen auch einen digitalen Innenspiegel, also ein kleiner Monitor hier, der jetzt nach hinten blickt über eine Kamera. Hinterm Lenkrad ist ein kleineres Display. Da sehen wir dann den Tacho animiert und außerdem haben wir hier eine Angabe zur Restreichweite von 382 Kilometern. 440 Kilometer ist die Normreichweite des Mi Fa 9 und ja, hier sitzt man es echt bequem. Also der erste Eindruck gefällt mir als Van- und Allfahrt- und Staria-Fan ganz gut und wie angekündigt gibt es jetzt ganz exklusiv den ersten Fahrbericht. Wir haben die Messehalle verlassen, denn hier steht der Maxus Mi Fa 9 exklusiv zur Probefahrt bereit und ich würde sagen, zu der starten wir jetzt auch. Der erste Maxus Mi Fa 9, der auf deutschen Straßen unterwegs ist und dann gleich hier auf Video gebannt, zeigt, dass er einen durchaus fidelen Elektroantrieb hat. 350 Newtonmeter stemmt die E-Maschine, die ja maximal 180 kW oder 245 PS leistet. Und man merkt schon, hier waren jetzt nasse Straßen, es regnet ab und zu. Dann ringen die Vorderräder schon mal ganz kurz um Traktion, dann kommt aber dann gleich die entsprechende Elektronik, die natürlich dann dafür sorgt, dass hier nichts passiert. Also ausreichend Leistung ist da, zumindest wenn wir jetzt hier das Auto nicht mit 7 Personen voll besetzt haben. Und dann hören wir auch gerade hier den sehr laut eingestellten Warnton des Spurverlassenswarners. Ich bin jetzt hier leicht auf die Begrenzung der Spur gefahren, also auch das funktioniert. Und wir sind jetzt in der höchsten von 3 einstellbaren Rekuperationsstufen. Ich bin auf Tempo 60, gehe jetzt mit dem Fuß vom Fahrpedal, das Auto verzögert auf 30. Auf 20, auf 10 und hält dann fast an, aber nicht ganz, also kein reines One-Pedal-Drive, aber durchaus eine starke Rekuperation, die natürlich dann im Stadtverkehr, wo so ein Auto ja oft als Shuttle eingesetzt wird, auch dabei hilft, dass man wirklich effizient und stromsparend fahren kann. Das Fahrwerk bietet viel Komfort, dazu tragen auch die weich gepolsterten Sitze ein und es ist echt ein gemütliches, entspanntes Fahren, wie genau die Fahrleistungen sind. Das heißt, was ist der Wert von 0 auf 100, was ist die Höchstgeschwindigkeit oder auch was ist die wirklich maximale Ladeleistung, das kann man natürlich heute mit diesem Auto noch nicht ausprobieren, das holt dann ein späterer Test nach. Bevor wir jetzt zum Fazit weiterfahren, möchte ich aber noch einmal ganz kurz anhalten, denn in diesem Auto, wo alles funktioniert, wollen wir uns natürlich dann auch noch mal die Funktionen der Sitze im Fond anschauen. Vorne geht's raus und hinten geht's hinein. Ich habe hier diese Touchscreen-Displays, da habe ich jetzt schon ein paar Fingerabdrücke drauf gelassen, dann kann ich hier einmal die Sitz
Funktionen. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel den Sitz nach vorne und nach hinten fahren. Ich kann ihn aber auch nach außen und innen stellen. Wenn beide Sitze ganz außen sind, dann kommt man auch ein bisschen umständlich auf die dritte Rücksitzbank. Die Kopfstütze sogar lässt sich hier in der Höhe verstellen. So, und dann kann man hier noch wirklich auch für First-Class-Komfort sorgen. Hier die Beinauflage zum Beispiel ausfahren. Also das ist alles hier möglich. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, die Klimaanlage zu steuern für die Vorpassagiere. Und ich kann dann hier auch Ambientebeleuchtung einstellen, zum Beispiel verschiedene Einstellungen hier vornehmen. Und dann gehen wir nochmal hier auf das Szenario Center. Da habe ich dann verschiedene Ambiente, Licht, Stimmungen, Sommer und Fresh and Comfort, um mir das dann hier alles wirklich einzustellen. Außerdem lassen sich diese Sitze nicht nur heizen, sondern auch lüften, und es gibt eine Sitzmassage. Also das ist schon ganz toll, aber wie gesagt, für große Menschen wie mich ein bisschen zu eng. Da sieht man halt, dass natürlich das Auto aus China nicht unbedingt den langen Lulatsch aus Deutschland im Lastenheft stehen hatte. Der fährt jetzt aber weiter zum Fazit. Das war die erste exklusive Testfahrt im Maxus MiFa 9. Das Wetter meinte es nicht so gut mit uns, aber das Auto dafür durchaus ein komfortabler Elektrovan und damit wirklich ein Auto, das in eine sehr enge und auch knapp besetzte Marktnische hineinfährt. Spannend wird natürlich, wie die noch unbekannte Marke aus China es dann schaffen wird, Kunden anzusprechen, natürlich im größten Teil Gewerbekunden, die sich sonst für einen Mercedes-Benz EQV oder auch einen Hyundai Staria, aber der dann mit Dieselmotor vorfährt, entscheiden würden. Ebenso spannend finde ich, wann denn dann Versionen kommen mit einer anderen Sitzkonfiguration, ein bisschen weniger Luxusausstattung vielleicht, die dann auch Familien ansprechen. Das dürfte dann auch den Preis nach unten bringen, den wir heute immer noch gar nicht nennen können, denn die Preise für den Maxus MiFa 9 sind noch weder kalkuliert oder bekannt. Aber ich würde mal sagen, wenn man durchaus mal wieder den EQV als Elektrovan als Beispiel nimmt und dann da den Bonus, den Rabatt der unbekannten Marke aus Fernost abzieht, dann dürfte man da auf Tarife kommen, so ab, je nach Ausstattung, 68.000 bis 70.000 Euro, die dann hier durchaus auch fällig werden für dieses Auto. Natürlich nicht wenig Geld, und damit dürfte der Maxus MiFa 9 erstmal in einer Nische bleiben, aber in der ist er echt ein interessantes Produkt. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Video hier bei Autonotizen. Ich hoffe, euch haben die ersten Ansichten und Einsichten mit der Sitzprobe und auch die Fahreindrücke zum Maxus MiFa 9 gefallen. Lasst mich doch wissen, was ihr vom Auto haltet und wie ihr die schon durchaus schnelle Transformation der Marke vom reinen Nutzfahrzeughersteller hin zum Anbieter von auch Pkw mit Elektroantrieb seht. Ich lese alle Kommentare und antworte auf viel. Wenn noch nicht geschehen, könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren. Und es gibt mehr zum Auto, wie immer, auf der Website autonotizen.de. Das verlinke ich unten. Danke an den Matthias fürs Filmen und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Ciao.